Katrin Lutz, ich darf die Dreierrunde heute hier moderieren, heiße Sie herzlich willkommen im Namen der Art Cologne. Und wir wenden uns heute dem Thema Überproduktion im Kunstbetrieb auf allen Ebenen zu. In dieser Runde geht es speziell darum, ob es vielleicht sogar zu viele Kunstwerke gibt, was man damit macht, wie man den begrenzten Platz, die damit zusammenhängenden Kosten irgendwie in den Griff bekommt. Und ich freue mich sehr, hier eine Expertenrunde zu haben, die auch verschiedene Facetten reinbringt. Boris Pofalla als Autor, der sich mit den verschiedensten Themen des Kunstbetriebs immer wieder auseinandergesetzt hat. Caroline Scharf-Striebig, die als Sammlerin neue Wege geht, und Stefan Berg aus Bonn, der auch ein bisschen erzählen kann, wie man im Museum eigentlich damit umgeht, dass es doch mehr gibt, als man zeigen kann. Sprich, unser geheimes Thema ist sozusagen das Depot als Tresor oder als Chance. Wo fangen wir an? Erzähl du doch vielleicht ein bisschen, was dich als Sammlerin treibt, mit dieser Herausforderung umzugehen. Ja, also ich nenne ja immer unser Depot die Dunkelkammer, weil ich eigentlich das schade finde, wenn man Kunst hat, aber die nicht gezeigt wird. Weil warum arbeiten Künstler und Künstlerinnen? Die arbeiten, dass sie gesehen werden und in den Diskurs kommen. Jetzt ist das im Lager natürlich nicht möglich. Und dann hatten wir eine Zeit lang sehr viele Dauerleihgaben. Und das fand ich dann kein passendes Konzept mehr, weil die Dauerleihgaben in den Museen ja dort gelagert werden, dort versichert werden auf Steuerzahlerkosten. Und habe dann mit meinen Eltern damals noch dieses offene Depot eingeführt, wo wir 4 Kooperationsmuseen haben. Und die können sich aus unseren beiden Sammlungen eben für ihre Sammlungspräsentation Leihgaben holen, die von daher anders sind als Dauerleihgaben, weil sie eben nicht auf Kosten des Museums gelagert oder versichert werden müssen. Und so merke ich auch, dass mich total antreibt, dass ich einfach Kunst sichtbar machen will. Was jetzt auf der einen Seite immer super gut funktioniert, wenn man Kunst hat, die gerade nachgefragt wird. Dann braucht man auch gar nicht so viel Lagerfläche, weil man einen permanenten Turnaround hat. Bei meiner elterlichen Sammlung ist das jetzt so die Kunst der 80er, 90er Jahre, der westliche Kanon. Da wird viel weniger nachgefragt. Das heißt, jetzt im Moment wird mein Lager größer, 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 weil fast keine Leihanfrage mehr kommt. Und das ist dann auch so der Moment, wo ich mich dann frage, so, wann kippt das? Also wenn ich irgendwann mal eine Sammlung habe, die überhaupt keinen Nachhalt mehr in der Öffentlichkeit hat, ist es dann noch interessant weiterzumachen? Auf jeden Fall. Zumal, liebe Caroline, man ja sagen muss, das, was heute vielleicht nicht nachgefragt wird, wird gerade vielleicht morgen wieder nachgefragt. Das ist ja auch die Logik, der wir als Museen folgen, dass wir, weil wir sammeln und nicht entsammeln und uns auch nicht, da kommen wir ja auch noch sicher drauf, uns auch nicht von Sammlungsstücken trennen, die vielleicht seit 20 Jahren bei uns im Depot sind, ohne dass sie nachgefragt werden, weil wir darauf vertrauen, dass innerhalb der Zeitläufe sich immer wieder neue Facettierungen des Interesses so bilden und Dinge, die vielleicht eine gewisse Zeit lang überhaupt nicht von Interesse waren, plötzlich wieder total relevant werden. Aber das Thema des Depots bewegt uns natürlich auch sehr. Man kann ja immer als Metapher sagen, ein Museum funktioniert wie ein Eisberg. Etwa 1/10 sind über Wasser, das ist das, was Sie sehen. Und 9/10 sind unter Wasser, das ist das, was in den Depots ist. Und auch wenn wir, wie wir es in Bonn machen, alle 2 Jahre die Sammlung grundlegend neu ordnen und neu präsentieren, schaffen wir es trotzdem nicht in 20 Jahren, die gesamte Sammlung zu zeigen, auch nicht mal in Ansätzen. Das heißt, das Depot ist ein wirkliches Problem. Und um vielleicht darauf gleich zu kommen, es ist heute auch ein extremes ökonomisches Problem, weil wie alle Museen haben auch wir nur begrenzte Depots. Das Haus ist 1992 gebaut worden mit Malerei, Skulptur, Grafikdepots, aber natürlich nicht ausgelegt gewesen, zum Beispiel auch für die Monumentalität mancher Kunstwerke heute, der installativen Qualität.
Das heißt, wir sind wie alle Museen darauf angewiesen, umfangreich Außendepots dazu zu mieten. Meistens drückt sich das aber nicht in dem Etat aus, den wir als städtisches Haus bewilligt bekommen. Und das heißt, wir stehen vor dem Spagat, dass wir eigentlich kaum noch zusätzliche Kunstwerke annehmen können, weil die Lagerflächen einfach nicht da sind. Und es werden übrigens auch keine im Moment angeboten. Ich versuche seit einem Jahr, zusätzliches Lager zu mieten. Das Einzige, was ich als Angebot hatte, war von Hasenkamp. Das läuft aber immerhin schon auf 38 Euro den Quadratmeter raus. Wenn Sie das mal im Vergleich zu Mieten nehmen, dann sehen Sie, was für eine extreme Dynamik in diesem Markt ist, aber auch, wie schwierig es für öffentlich finanzierte Häuser ist, überhaupt diesen Standards noch hinterherzukommen. Das ist aber auch jetzt wirtschaftlich, stelle ich das bei mir auch fest. Also so die beiden Sammlungen, wir haben ungefähr 400 Arbeiten und ich habe so Jahreslagerkosten von einem mittleren fünfstelligen Betrag. Und das ist schon viel, zumal es halt jedes Jahr 1-2 Euro pro Quadratmeter teurer wird. Ne? Das ist eigentlich das Schlimmste. So super an euch, dass ihr gleich mal die Zahlen hier auf den Tisch packt und wir wirklich wissen, worüber wir reden und wie drastisch dieses Problem ist. Eben zum einen, wenn man dann angebotene Sammlungen Sammlungen angeboten bekommt und die ablehnen muss, das tut einem doch dann weh. Das stimmt. Und ich habe zum Beispiel auch in diesem Jahr wirklich erlebt, wir haben 3 große Schenkungen, die ich liebend gern fürs Haus gesichert hätte. Nach intensiven Beratungen mit den Restauratoren und mit der Registrar haben wir die abgesagt, ja, weil es A hieß, wir haben überhaupt keinen Platz, wo wir sie lagern können, und B, wir haben unglaublich hohen Folgeaufwand in der restauratorischen und logistischen Betreuung. Das tut einem wirklich weh, weil es quasi konträr gegen die Logik des Hauses geht, ja, denn als Museum für Gegenwartskunst können wir natürlich schlechterdings nicht zum Beispiel jetzt sagen, wir hören 2023 auf zu sammeln. Das geht ein paar Jahre, merkt es keiner. Aber wenn Sie das mal 30 Jahre in die Zukunft denken, dann musealisiert sich das Haus auf die völlig falsche Art. Ja, es erstarrt in einer Art Mumifizierung, in der an einem bestimmten Jahr sozusagen dann der Hammer fiel. Ja. Es gibt sowas wie ein geheimes Gesetz der Kontinuität im Sammeln für ein Museum und könnte zum Beispiel eine neue Clusterbildung innerhalb der Museumslandschaft da nicht Abhilfe schaffen. Ja, also die Häuser versuchen ja auch teilweise mit ihren Sammlungen zu kooperieren. Das geschieht meines Wissens vor allem im Wechselausstellungsbereich. Also auch wir haben zum Beispiel partiellen Sammlungstausch gemacht. Unser Macke geht nach Wiesbaden, deren Jawlensky kommt zu uns. Das sind sinnvolle Formen der Kooperation. Die Idee, ein wirklich großes Archiv aller Sammlungen zu schaffen, ich glaube, das ist ja nicht mal im Online-Bereich bislang zu verwirklichen. Da müsste noch, glaube ich, viel, viel Wasser den Rhein runterfließen. Und es geht auch nicht nur um die Lagerfläche, Entschuldigung, sondern auch darum, ich brauche ja auch jemanden, der das bespielt. Es muss jemand da sein, der die LKWs, wenn eine Anlieferung ist, die das annehmen. Es muss jemand da sein, der die Restauratoren reinlässt. Also sonst könnte ich ja irgendwo in der Eifel was mieten. Es muss versicherbar sein. Also da hängt auch viel Logistik mit dran. Na, das ist nämlich das nächste Thema und eben auch nicht unbedingt eine Lösung. Also der wenige Platz auf der einen Seite und diese Zirkulation der Objekte durch die Welt ist natürlich ökologisch auch nicht gerade unbedingt vorbildlich. Aber Boris, du wolltest was sagen. Es gibt ja 2 Trends im Moment. Das eine ist das Schaudepot. Es ist jetzt nicht ganz, ganz neu, aber wenn man sich diesen Bau in das Museum Bäumanns von Beuningen anschaut, diesen Neubau, dann ist das ja etwas, was versucht wird und was, glaube ich, auch überzeugend ist. Ich war leider noch nicht dort, aber ich habe Bilder gesehen und es scheint eine Möglichkeit zu sein, also Kunstwerke dauerhaft zu präsentieren, aber nicht unbedingt in dem Aufwand und mit dem Abstand und dem kuratorischen Elan, den man in eine Ausstellung investiert, aber eben schon sichtbar. Und das sind dann ein bisschen auch Wunderkammern, ja, so vom Appeal. Aber ist das eine Möglichkeit für ein Museum, sowas auch partiell zu machen oder für Sie als Sammlerin, für dich? Also ich glaube, für mich macht es im Moment keinen Sinn, weil dafür die Arbeiten zu viele Museen sind. Weil dann wären einfach auch viele leere Stellen da. Es macht vielleicht dann Sinn, wenn man keine Leihanfragen mehr hat. Aber das scheint ja bei bestimmten Beständen so zu sein, ne? Das ist die, ja.
Ja, muss ich mal drüber nachdenken. Aber ich, mein Anspruch bis jetzt ist eigentlich immer, dass ich finde, wir haben so viele tolle Künstler und Künstlerinnen, die müssen ins Museum. Das ist so meine Mission. Also ihr habt dann gleich mit dem Blick auf die Öffentlichkeit hin gesammelt. Auch dein Vater und deine Mutter, war das auch schon so? Also dass so es im darum zweiten Gang. Ich glaube, es war immer so, dass sie so überzeugt waren, dass sie gesagt haben, das ist so tolle Kunst, die muss in die Öffentlichkeit. Und das wurde dann eben auch validiert über die Jahre. Mhm. Ja. Also schon was Missionares, aber du wolltest was. Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem Thema des Schaulagers. Ich war jetzt vor kurzem da und habe mir das auch angeschaut. Es ist im Moment auch ein riesen Publikumsinteresse daran. Das erkläre ich mir auch damit, dass es eben letztlich diese Form eines Schaulagers ja bislang nicht gab. Also es gibt in Basel das Schaulager, das aber nur nach Vereinbarungen zu besichtigen ist und wo man nicht einfach so hingehen kann, ist also ein bisschen anders gelagert. Ich würde aber prognostizieren, dass das Interesse daran schon auch nachlassen wird, weil das sind halt große Schaufenster, durch die Sie in die Depots reinschauen können. Also Sie sehen eigentlich nicht die einzelnen Kunstwerke so sehr, sondern Sie sehen die Storage-Situation. Wie sind die gestort? Wie sind die auf der? Das ist, und man muss natürlich sehen, das Ganze ist ja mit einem wirklich gehörigen Aufwand verbunden, den auch natürlich viele Museen sich nicht leisten können. Also das Schaulager hat knapp 100 Millionen gekostet. Das muss auch vom Museum erstmal als Kredit zurückgezahlt werden. Also da sind nur 35 Millionen privates Geld drin, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Der Rest ist ein städtischer Kredit über 65 Millionen Euro, der vom Museum eben auch abbezahlt werden muss, was wiederum nur geht, wenn die auch wieder Lagerflächen vermieten. Also es ist eigentlich auch ein Merchandising-Konzept. In einer gewissen Weise muss es das auch sein. Also wir haben selber so auch versucht, zum Beispiel Schaurestaurierungen und so im Museum zu machen, also mal so das Innere nach außen zu wenden. Für einen gewissen Zeitpunkt, also für eine gewisse Zeit, das ist sicherlich interessant, aber ich würde nicht glauben, dass so ein Schaulager tatsächlich für die Mehrheit der Museen überhaupt zu bewerkstelligen ist, ne? Jetzt gibt es ja noch eine andere Möglichkeit, die Sammlern immer offen steht und auch genutzt wird in Museen, aber eher nicht offen steht, zumindest nicht allen. Und das wäre sozusagen das Ausgliedern, sage ich mal, von Teilen der Sammlung. Also dass man sich von einzelnen Werken auch trennt. Das wird in den USA teilweise regelmäßig gemacht. Ich war bisher immer eher dagegen, weil ich auch immer genau die Befürchtung habe, die du auch hast, dass man einfach nicht weiß, was in 50 Jahren gebraucht wird, was nachgefragt ist. Auf der anderen Seite erleben wir aber auch, dass es in dieser Zirkulation der Kunstwerke, wenn wir uns die alle mal physisch vorstellen, die irgendwo auf der Welt gerade irgendwo in einem Lager sind, die verschwinden ja nicht. Die haben ja die schöne Eigenschaft, dass sie nicht verfallen, wenn sie einigermaßen gut behandelt werden. Und das heißt, sie kommen immer irgendwie zurück. Selbst wenn der Sammler, der sie besitzt, stirbt, werden sie vererbt oder veräußert. Das heißt, ich finde das Argument, das Museum muss immer alles für die Ewigkeit sichern und darf nie wieder etwas hergeben, ist vielleicht auch ein Argument aus einer Zeit, in der man eben davon ausging, dass Kunst quasi verschwinden kann, also in den Tresorräumen verschwinden kann. Und jetzt ist die Frage, ob die Sammler überhaupt so drauf sind, ob die überhaupt die Dinge, die sie dann irgendwann kaufen, wirklich gar nicht mehr ausstellen lassen wollen. Ne? Vor allen Dingen, wenn die Museen in finanziellen Nöten sind. Ja, das ist natürlich eine große Frage. Ich bin wirklich gespalten. Was mich bislang dazu bringt, zu sagen, ich will dieses Entsammeln eigentlich nicht propagieren, obwohl wir ja auch in Deutschland sozusagen immer wieder Museen haben, die auch Sachen verkauft haben. Es ist ja nicht so, dass es komplett tabuisiert ist. Also Krefeld hat den großen Monet verkauft, um die Restaurierung und die Renovierung des Museums voranzutreiben. Das finde ich allerdings problematisch. Also wenn Kunst dafür eingetauscht wird, dass man sagt, wir machen jetzt eine Gebäuderenovierung damit. Gut, aber also das hat es schon immer mal wieder gegeben. Für mich ist entscheidend, sagen wir mal, ich bin Direktor dieses Museums, aber auf Zeit. Das heißt, ich verwalte ja eine Sammlung, die wesentlich größer ist und auch sich aus ganz anderen Quellen speist, als nur aus meinen Vorlieben oder aus meiner Wahrnehmungsrichtung. Ich finde, das, was du sagst, ist ein taugliches Instrument für Sammler, für Privatsammler, für Privatmuseen, die allein ihrer Diktion folgen und dieser Diktion folgend auch sagen können, ich habe jetzt eine ganz andere Richtung, die ich einschlage und ich trenne mich von einem größeren Teil. Ja,
Für ein Museum finde ich, oder für eine Museumsdirektorin, einen Direktor, ist es schwierig zu entscheiden, das sind jetzt die guten Dinge, die dürfen überleben, und das sind die, die können gehen, weil ich letztlich damit Geschmacksurteile, die sehr stark auf meinen Geschmacksurteilen basieren, mit reinnehme und natürlich auch den Zeitgeist sozusagen sehr stark sprechen lasse. Deswegen bin ich, ohne dass ich nicht die Relevanz einer solchen Argumentation einsehe, für mich in meiner Funktion als Leiter eines städtischen Hauses dagegen, ja, weil ich sagen würde, ich fange an, das Ganze so zu individualisieren, die Auswahl, was bleiben darf, und dass ich eigentlich sage, ich übertrete meine Kompetenzen, ja. Gut, aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal die verschiedenen Werte gegenüberstellt, du hast das Beispiel Krefeld genannt, also ein ganzes Museum vielleicht nicht renovieren zu können und damit zum Erhalt der anderen Werke beizutragen, ist natürlich schon auch mal ein Argument. Oder zum Beispiel, um vielleicht auch nochmal andere Lücken zu füllen in der Sammlung, die einfach passender erscheinen, weil wir ja alle wissen, dass die Kunstwerke heutzutage so teuer sind, dass sich gerade Museen eben gar nicht mehr neue Kunst quasi leisten können. Also von daher ist es schon sehr eine Abwägung der Vor- und Nachteile. Ich finde, das schließt ein bisschen an ein anderes Problem an, und das ist das Problem so von Nachhaltigkeit und will man eigentlich so viel Kunst durch die Welt schippern? Ich war ja im Kunstmuseum vor nicht allzu langer Zeit in der Menschheitsdämmerung, eine Ausstellung dort, die hat relativ stark sich auf die Sammlung auch gestützt. Von August Macke vor allen Dingen. Und das habe ich doch mittlerweile auch schon ein paar Mal erlebt, dass Museen sagen, wir wollen mehr mit der Sammlung arbeiten. Und wir haben so viel. Wir haben tausende Werke. Viele sind noch nie gezeigt worden oder sind vor Jahrzehnten das letzte Mal ausgestellt gewesen. Und warum machen wir nicht damit etwas, anstatt sozusagen immer wieder Leihgaben anzufragen? Und das könnte man ja ein bisschen kombinieren. Also man hat schon sehr viel und man weiß gar nicht genau, wohin mit noch mehr. Also könnte man ja auch mal versuchen, aus dem was zu machen, was man hat. Mhm. Vielleicht sogar eine gute Anwendung. Aber würdigen die Besucher das? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so, weil wir diese Reaktionen nicht dahingehend messen, dass wir das konkret nachgefragt haben. Das wäre mal eine interessante Frage, die wir sozusagen auch, wir fragen im Moment nur nach, wo die herkommen, um mal ein bisschen besser zu wissen, wie sich unser Publikum verteilt. Ich habe dabei übrigens die interessante Beobachtung gemacht, dass immerhin fast 30% unseres Publikums aus dem Ausland kommt, was ich überhaupt nicht gedacht hätte. Aber ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass deutlich über 90% aus der Region Bonn und Umgebung kommen. Aber zu dem Thema der Nachhaltigkeit und des Umgangs mit der Sammlung, das finde ich schon, also das ist etwas, was mir eigentlich seit ich begonnen habe in Bonn immer wichtig war. Und zwar zunächst gar nicht mal so sehr nur aus Nachhaltigkeitsgründen. Die Diskussion ist jetzt ja in den letzten Jahren erst richtig in Gang gekommen, sondern einfach deswegen, weil ich es wichtig finde, dass wir die Sammlung wirklich als Identitätskern eines Hauses auch stärken. Und die stärken wir am besten, indem wir sie in Wechselausstellungen auch sichtbar machen. Also deswegen ist wirklich die Philosophie, ohne dass man das immer durchhalten kann, Einzelausstellungen, thematische Ausstellungen, so gut es geht, aus der Sammlung raus zu entwickeln und auch aus der Sammlung raus argumentativ zu motivieren. Also eben nicht zu sagen, wir machen ein Projekt, das mit dem Haus gar nichts zu tun hat, weil wir externe Faktoren, eben die Besucher, da das Gefühl haben, dann kommen Tausende von Besuchern, sondern wirklich, wie können wir die Identität des Hauses stärken? Und da ist Menschheitsdämmerung ein ganz gutes Beispiel. Oder wir haben jetzt gerade am Mittwoch Frutrunk eröffnet. Auch Frutrunk ist massiv sozusagen in der Sammlung vertreten. Also dann legitimiert sich das anders und wir sparen wirklich horrende Transportkosten. Die Transportkosten haben sich ja auch bedingt durch Corona fast verdoppelt. Versicherungskosten sind extrem gestiegen, ja. Also, und das sind dann auch einfach ökonomische Notwendigkeiten, die wir sehen. Also ein mittelgroßes Haus wie unseres kann, würde ich behaupten, keine Ausstellung mehr heute machen mit einem Großteil von Leihgaben aus den USA oder aus Übersee. Es geht einfach nicht mehr. Also aber das im Moment, hat sich wo eine amerikanische Leihgabe dabei ist, habe ich die Kosten, die ich ansonsten für den ganzen Transport innerhalb Deutschlands habe, ja. Ich finde, das hat sich aber auch sehr verändert. Also ich hatte früher, ich würde sagen, 50% der Leihanfragen kamen aus Amerika. Seit der Pandemie ist das null. Ja. Die einzigen Leihanfragen vom Ausland kommen noch von Asien. Ja. Und das ist auch der richtige Weg. Ich meine, wir können nicht
kann alles man durch die Welt schippern. Ich denke auch zum Teil, aber es gibt dann so auch wieder Ausstellungen, die ja wirklich so Blockbuster-Ausstellungen sind, bei denen man dann doch froh ist, dass diese Leihgaben gekommen sind. Ne? Also wenn ich jetzt an Franz Hals denke in London oder an Mondrian oder an andere, da ist man schon froh, dass dann jemand tatsächlich es geschafft hat. Gauguin in der Fondation Sobeil, erinnere ich mich noch dran, vor ein paar Jahren. Das ist einfach Wahnsinn gewesen. Und die haben auch damals schon gesagt, das wird wahrscheinlich so nie wieder stattfinden. Mhm. Selbst in diesem super hochkarätigen Museum nicht, weil es einfach unfassbare Kosten verursacht. Ja. Ja, das Charisma des einzelnen Spitzenwerkes ist natürlich ungebrochen. Ja. Aber ich finde da auch, ich stimme dir zu, es ist schön, dass es das immer wieder gibt, aber ich finde es auch gut, dass die Tendenz, immer noch größere Blockbuster zu machen, deutlich, glaube ich, gekappt wird durch diese ökonomischen extremen Herausforderungen. Und eins, was wir zum Beispiel jetzt immer mal wieder auch überlegen, das ist fast ein Tabuthema, ist, wir kriegen bestimmte Leihgaben nicht. Also zum Beispiel, wir haben eine Ausstellung gemacht, Welt in der Schwebe, da ging es um Luft als künstlerisches Material. Und wir wollten eigentlich Duchamp's L'Air du Paris drin haben. Und wir haben es bei allen Leihgebern versucht und es gelang einfach nicht. Oder es wäre nur gelungen, und wir haben es sozusagen dann als Fotoabbildung mit in die Ausstellung mit reingenommen. Das ist gar nicht der schlechteste Weg. Wir haben nicht das Gefühl gehabt, das Publikum steht davor und sagt, das ist jetzt völlig uninteressant, nur weil das Original nicht da ist. Und man kann zum Beispiel durchaus auch, wenn man mit Grafik arbeitet, Aquarellen etc., mit sehr guten Faksimiles auch einen Effekt erstellen. Also, und ich glaube, dass es in diese Richtung auch gehen wird, weil alles andere einfach nicht mehr erschwinglich ist. Genau, ich habe ja nichts gegen Blockbuster-Ausstellungen. Ich auch nicht, aber ich muss sie ja nicht zusammenstellen, also insofern, oder ja, organisieren. Aber ich meine, wenn wir dann alle dorthin reisen, ne, die sonst in eine Ausstellung gehen würden, ist das auch nicht nachhaltig. Nee, das sowieso, aber das ist ja die inhärente Logik des Gesamtsystems, ist ja mehr und schneller und weiter und von allem ja, das Beste. Also ich mal auch gleich nochmal. Ja. Aber Caroline, die Frage, gibt es denn Nachhaltigkeit war natürlich zwangsläufig, da kommt man ja heutzutage nicht mehr drum, gibt es grünes Sammeln? Also ich versuche das immer so ein bisschen, ne, dass wenn ich in Amerika Kunst kaufe, poole ich das. Ich mache dann eine Sammelkiste. Ich möchte die gerne auf das Schiff bringen. Das klappt im Moment noch nicht, weil die Versicherer sich noch dagegen wehren, weil das sehr schwierig ist. Dann wird halt die Kiste ausgelagert, dann ist Schichtwechsel, dann regnet es, dann ist dann halt doch plötzlich ein Schaden da. Aber da kann man schon dran arbeiten. Man kann eben sagen, man macht Speditionsverkehr, immer Sammelladung. Ich glaube, wichtig ist, dass man Sachen plant und Zeit hat. Es wird nie auf Null gehen. Also ich glaube auch, ich sehe auch noch keinen E-LKW, der jetzt demnächst hier beladen werden kann, um die Ecke kommt. Aber es wird immer besser werden. Also ich glaube auch, auf Null werden wir das nicht kriegen. Man muss akzeptieren, wir auch als Museen, wir produzieren klimaschädliche Werte. Das ist ganz klar. Wir haben Klimaanlagen, sozusagen die ganzen Anforderungen an Kunst sind so. Wir versuchen das, das ist übrigens eine starke Anregung von Caroline gewesen, die Ausstellung Klima zu kompensieren, Art for Acres mit einer Künstlerin zusammen, Hayley Mellon, bei dem eben zum Beispiel Transporte, Verpackungen etc. hochgerechnet werden, dann in die CO2-Werte umgerechnet werden und es dafür wiederum eine Kompensation gibt, die wir zahlen, mit dem Regenwald dann geschützt wird, dauerhaft also gekauft wird und also vor einer Vernutzung geschützt wird. Natürlich überlegen wir uns eben bei Transporten genau auch die Dinge, die Caroline gesagt hat, ja, bis hin eben dazu, dass zum Beispiel einfach weite Einzeltransporte machen wir nicht mehr, ja, sondern es müssen Sammeltransporte sein. Also das auf jeden Fall, aber also ein wirklich grünes Museum oder ein wirklich komplett, ne, keinen CO2-Fußabdruck kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht fehlt mir einfach noch nur die Fantasie oder das Wissen darüber, aber das sehe ich nicht. Und Sharing, ist das irgendwie ein Modell, was ja in der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung eine große Rolle spielt? Ich meine, der Leihverkehr ist ja schon eine Art weltumspannendes Sharing-System. Naja, ich meine, also das Sharing, Kooperationen eben natürlich, also so gut es geht, Kooperationen, Ausstellungen nicht für das einzelne Haus anlegen, sondern mehrere Häuser haben, sich die Kosten teilen.
dadurch entsprechend auch nachhaltiger arbeiten. Aber das sind Dinge, die hängen natürlich auch davon ab, dass man die Partner findet. Ist auch nicht für jedes Projekt möglich. Ja? Aber so gut es geht, versuchen wir die Projekte auch so zu entwickeln, weil bei thematischen Ausstellungen stellen wir fest, dass es deutlich schwerer ist, einen Partner zu kriegen als bei monografischen, ja, weil die thematischen Projekte sozusagen immer ganz spezifisch ein Interesse des anderen Hauses treffen müssen, während monografisch kann man sagen, okay, Jawlensky finde ich super, machen wir, da finden wir auch noch 3 oder 4 weitere Stationen. Kommen wir zu einem Punkt, der jetzt schon mehrfach angesprochen wurde und der mir auch sehr wichtig scheint und auch ein bisschen ein Auslöser war für meine Fragen, nämlich, dass wir schon etwas angefangen haben, an dem heiligen Original zu kratzen, das ja immer noch sozusagen das hehre Ideal ist und es immer noch genug Menschen gibt, die sagen, ein Kunstwerk kann man auch nur verstehen, wenn man es wirklich vom Original sieht, auch wenn man überhaupt eine Ausstellung kann man nur verstehen, wenn man sie durchläuft. Ist das wirklich die Zukunft und können nicht andere Modelle, die jetzt ja in letzter Zeit so erfolgreich waren, aber auch sehr fragwürdig diskutiert wurden, wie zum Beispiel diese immersiven Ausstellungsprojekte, die sich eben vom Original lösen, zum Teil mit Begeisterung aufgenommen werden. Und da gucke ich dich jetzt an, weil du hattest ja auch über diesen neuen Boom des Immersiven schon mal geschrieben. Ja, ist das eine Perspektive? Bestimmt nicht. Also für mich nicht, aber also für mich persönlich ist es keine. Ich finde, die haben wirklich auch ein bisschen was von so einem Rummelplatz-Charakter, diese immersiven Ausstellungen. Ich war schon etwas enttäuscht davon, aber es ist, glaube ich, auch nicht vergleichbar mit Museumsausstellungen. Es wäre unfair, das jetzt gegeneinander auszuspielen. Das eine ist halt wirklich eher sowas wie Entertainment. Und da wird ja auch keine Forschung betrieben, da wird nichts wirklich Neues zutage gefördert. Und das kann es auch alles geben und das ist vielleicht eine gute Ergänzung. Also man muss ja auch nicht wirklich jetzt so und so viele Van Gogh-Ausstellungen auf die Beine stellen, kann man auch nicht. Dafür ist es dann vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, sich von den Bildern so ein bisschen berieseln zu lassen. Aber das ist natürlich keine Alternative, würde ich jetzt behaupten. Ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es ja viele Arbeiten gibt, die gar nicht mehr reisen können, ne, restauratorisch. Und dass man da dann mit Repliken arbeitet, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das ist auch legitim. Aber das wird immer nur eine einzelne Arbeit in der Ausstellung sein. Ich glaube auch, dass, also wenn wir die Corona-Zeit nochmal sehen, in der ja die digitale Vermittlung von Kunst plötzlich einfach notwendig wurde, dann kann man, glaube ich, aus diesen 2 Jahren, in denen das immer mal wieder nicht anders ging, so die Chancen, aber auch die Limitierungen dieses Modells sehen. Also es ist sicherlich was, mit dem man auch einem größeren Publikum etwas vermitteln kann, das jetzt auch eben dann nicht unbedingt hinreisen muss, was ja wieder unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten gar nicht so gut ist. Aber was, glaube ich, fast in unserer DNA ist, ist eben dieses Bedürfnis danach zu sagen, ja, das ist das Ding an sich. Es ist nicht ein Bild von etwas anderem. Es ist nicht der Schein. Es ist es. Ich habe selber mal mit Studierenden, ich bin in Braunschweig, waren wir in Hamburg und wir haben uns Caspar David Friedrich angeguckt. Und wir haben sozusagen vor einem großen Caspar David Friedrich das diskutiert. Und nach einer Stunde Diskussion hatte ich denen gesagt, was natürlich überhaupt nicht stimmte, das sei übrigens eine Kopie. Und es war schlagartig, war das Interesse weg. Komplett. 30 Studierende, 20 bis 25, ja, dann ist ein totaler Scheiß. Ja. Darüber haben wir geredet. Es war aber natürlich das Original. Ja. Und ich glaube, das ist ein Atavismus. Ich glaube, gedanklich, theoretisch können wir uns absolut vorstellen, ja, dass auch das Erlebnis von Kunst nicht zwingend an das Original gebunden ist. Aber wir leben natürlich auch in einer Welt der Scheinbilder, der virtuellen, der Virtualisierung. Und wir merken ja schon, dass gerade durch diese Virtualisierung die Bedürfnis nach Körper, nach Materialität, nach echten Erfahrungen in ganz vielen Bereichen extrem zunimmt. Ja, die nimmt nicht ab. Wir werden nicht sozusagen unter den Bedingungen des Digitalen immer mehr körperlose Wesen, sondern der Körper wird immer mehr zu einer Kampfzone, an der sich eben ganz, ganz vieles entscheidet. Und ich führe das auch in den Bereich der Kunst,
weiter, indem eben sozusagen dieses vor einem Original stehen, einem auch wieder dieses Gefühl von Authentizität, von Echtheit, von Körper, von Substanz, von Unhintergehbarkeit gibt, die eben im Virtuellen nicht da ist. Da ist jeder Layer nur ein weiterer Layer vor einem weiteren Layer und dahinter ist eben nur das nackte Dröhnen der Pixel, ne? Also aber ich merke das, Leute, auch ja, beim Caroline? Sammeln immer, dass wenn ich mir so Online-Fuel-Rooms angucke, dann sprechen die Arbeiten nicht mit mir. Und ich kann, also ich brauche auch einen emotionalen Zugang, dass ich eine Arbeit, dass ich die total toll finde oder hasse und ablehne und die mich aggressiv macht. Das passiert bei mir nicht in einem Online-Fuel-Room. Da bin ich irgendwie total distanziert und wollte dann auch gar nicht, also das ergreift mich nicht so, dass ich dann so einen Habenreflex habe und denke, das passt in unsere Sammlung. Ich weiß nicht, ob das junge Generationen vielleicht einen anderen Zugang haben. Ich brauche auch das Original. Du bist hier der Vertreter der jüngeren Generation. Ja, also ich weiß nicht genau, wie das ist, wenn man sich das dann wirklich anschafft, das Kunstwerk. Aber ich kann mir vorstellen, dass, also heute weiß ich, dass viele jüngere Sammler tatsächlich Dinge kaufen, die sie auf Instagram gesehen haben ja. oder die sie sonst im Internet gesehen haben. Nur, die kommen natürlich irgendwann dann auch wieder an und sind irgendwann an der Wand. Also das ist ja nicht so, dass das dort bleibt. Wir haben jetzt gerade gesehen, was dieser NFT-Boom bewirkt hat, nämlich eigentlich gar nichts. Also es ist wieder in sich zusammengefallen und ich habe auch nicht das Gefühl, dass da groß was verändert wurde in der Kunstwelt. Es ist zum Beispiel auch so, dass man als Kritiker eigentlich nichts besprechen möchte, was man nicht selber gesehen hat. Und das ist auch ein bisschen so ein Tabu. Also selbst in der Corona-Zeit ist das etwas, was man eigentlich nicht gemacht hat und nicht machen wollte. Also hätte man vielleicht als Ausweichmöglichkeit machen können. Und es gibt ja Möglichkeiten, Ausstellungen virtuell auch zu besuchen. Aber das ist einfach nicht das Gleiche. Und ich habe in der Zeit mal dann, weil die Museen zu waren, einfach ein Auto gemietet und bin durch Deutschland gefahren und habe mir Skulptur im öffentlichen Raum angeschaut, die einfach in der Gegend rumsteht, wo einen auch niemand von abhalten kann im Grunde. Und das war sehr, sehr cool. Also eine sehr gute Erfahrung, weil die normalerweise völlig unbeachtet ist. Also es gibt sehr viel gute Sachen auch. Und da fährt niemand einfach so hin, weil es einfach immer dort ist und die Leute, die dort leben, nehmen es gar nicht mehr wahr. Und alle anderen fahren natürlich ins Museum, um sich Ausstellungen anzuschauen. Also ich glaube, dass die physische Präsenz, so wie Stefan sagte, ist einfach unabdingbar, um überhaupt zu glauben, dass man darüber irgendeinen Dialog führen will, über dieses Objekt. Du hattest eben gesagt, als du von Rotterdam, glaube ich, sprachst, weil ja, du da warst, genau. Bollmanns van Beuningen, das ist eben so ein neues, sehr eindrucksvolles Gebäude, wo eben dieser Gedanke des Schaulagers nochmal jetzt in einmaliger und innovativer Form vorgeführt wird. Und da sagtest du, ja, das ist eben, oder du sagst, das ist eben nicht so richtig kuratiert, aber man hat so einen Blick in das Lager, aber es fehlt eben sozusagen der Mehrwert, der eine Ausstellung schafft. Und es sind ja die Ausstellungen, die eben das Reisen der Bilder durch die Welt erfordern, weil man natürlich immer noch den Glauben hat, dass das kuratorische Arrangement von Werken als Versatzstücken, was sich dann Ausstellung nennt, sozusagen den Erkenntnisgewinn durch die Kunst, mit der Kunst maximiert. Das hat sich immer noch nicht totgelaufen, dass wir an die gute alte Ausstellung glauben, obwohl wir schon so viele Arrangements und dann geht's um Blau im was weiß ich, in den 20er Jahren und um, naja, du weißt schon genau, was ich meine, ja. Aber natürlich, wenn du die Frage an mich richtest, muss ich natürlich als Kurator, der ich eben auch bin, meine Profession auch verteidigen. Das solltest du auch, ja. Und ich muss auch zugeben, also insofern finde ich deine Frage sehr interessant, weil tatsächlich habe ich kuratorisches Arbeiten, also das Aufbereiten von Werken in Zusammenhänge, in Kontexte, die diese Werke auf eine andere Art sprechen lassen, als wenn man sie vereinzelt oder einfach nur ungeordnet nebeneinander zeigt. Ich habe das nie radikal in Frage gestellt. Also das ist jetzt deine Frage, bringt mich überhaupt erst darauf, dass man möglicherweise sagen könnte, wir brauchen das gar nicht. Aber ich denke,
Wir brauchen eben diese Organisation von Welt. Ja, es ist nicht das einfach Gegebene, was uns interessiert, sondern es ist natürlich schon, in welcher Allianz ist etwas, wie ist etwas gegenübergestellt. Insofern empfinde ich ja auch Kuratieren nicht als eine Aufgabe, die einem eine Wahrheit oder eine Lösung präsentiert, sondern eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit des Zugangs. Ich glaube, die gut kuratierte Ausstellung argumentiert nicht dogmatisch oder ideologisch, sondern sie stellt eine Möglichkeitsform dar. Und das verstehe ich eigentlich als Service am Publikum, weil wir als Kuratoren die Möglichkeit haben, wenn wir jetzt bei einer Einzelausstellung sind, sehr tief in ein Thema einzusteigen, um aus diesem Wissen quasi Kontexte herzustellen, die ein Publikum dann nicht mehr herstellen muss, sondern es kann schon gleich mit diesen Ergebnissen umgehen und die dann wieder hinterfragen oder sozusagen problematisieren oder auch in Einzelfällen gut finden. Also nochmal, wichtig ist mir, und das gehört ja unbedingt zur Demutslogik des zeitgenössischen Museums, nicht mehr zu sagen, wir definieren, sondern wir fragen selbst, wir bieten Möglichkeiten an, aber wir tun das im Wissen, dass wir hier nicht irgendwie die absoluten Säulenheiligen sind, die das Geheimwissen in sich tragen, sondern wir tun das sozusagen aus unserer Begeisterung, aus unserer Kenntnis der Werke heraus und bieten dem Publikum einen Möglichkeitsraum an. Frage an Boris, denn die Ausstellungen sind ja sozusagen das Geistige und am Ende natürlich auch das ökonomische Futter, von dem die Kunstkritik lebt. Macht das Sinn, dass dann alle 10 Jahre wird dann mal wieder ein Picasso unter einem bestimmten Aspekt durchgearbeitet, ich will nicht sagen durchgenudelt, da gibt es dann so eine geheime Landkarte, dass man sich dann nie so sehr auf den Pelz rückt mit bestimmten Ausstellungsthemen, aber läuft sich so ein System nicht irgendwann mal tot. Und dazu kommt natürlich auch noch diese ganze wahnsinnige, ich will jetzt hier nicht so negativ reden, aber spielen müssen wir durch die ganze Katalog- und Wissensproduktion, die da dranhängt mit Texten, wo man sich manchmal fragt, worum geht's eigentlich? Und ja, ich will nicht zu sehr vorgreifen. Ich glaube, das hängt sehr davon ab, für welches Medium man arbeitet, weil es gibt natürlich noch viel stärker auf das Fach zugeschnittene Publikationen, also Kunstmagazine, sage ich mal. Ne? Die haben natürlich nur ein Kunstpublikum im Grunde genommen. Aber wenn man jetzt für eine Tageszeitung schreibt, für eine Sonntagszeitung, die hat ein allgemeines großes Publikum und die muss auch dieses Publikum erreichen. Und da muss ich mich schon fragen, was spricht vielleicht Leute an, was ist interessant. Aber das hat nicht so sehr damit zu tun, welcher Künstler da verhandelt wird, sondern eher damit, was ich für eine Geschichte darüber erzählen kann und ob diese Geschichte relevant ist. Und es gibt nicht mehr die verpflichtenden Ausstellungen, habe ich das Gefühl. Also früher war es vielleicht so, dass man bestimmte Ausstellungen unbedingt besprechen musste. Und das ist jetzt mittlerweile sehr viel seltener geworden, dass man das Gefühl hat, man muss unbedingt über diese Ausstellungen schreiben. Man kann. Das ist ein bisschen wie bei den Kuratoren. Man muss nicht mehr, es gibt auch diese Hierarchien nicht mehr so stark, finde ich. Also man kann auch eine Ausstellung in einem kleinen Haus oder eine Ausstellung zu einem speziellen Thema sehr groß machen, wenn die was hergibt. Und es gibt auch viele Ausstellungen, also gerade jetzt so Blockbuster-Ausstellungen oder welche mit sehr berühmten Künstlern des 20. Jahrhunderts, dazu fällt mir dann oft auch gar nicht mehr so viel ein. Ja, also es ist dann so, wie du jetzt sagtest, es wird dann nochmal durchgenudelt. Beim Picasso-Jahr gab es eben so viele Picasso-Ausstellungen, dass man auch nicht mehr genau wusste, welche man jetzt eigentlich anschauen soll. Mhm. Aber ich glaube schon, es gibt von fast allem zu viel. Also wenn ich mir die Messen angucke, die haben ja dramatisch zugenommen. Ich glaube, es gibt heute 340 Messen, Kunst, nur reine Kunstmessen im Jahr weltweit. Also ich kann jeden Tag auf eine Kunstmesse gehen, das ist auch ein Wahnsinn. Oder fragt man sich auch so, wer geht, weißt du, ich meine, wo soll die ganze Kunst mal hin? Und es ist dann vielleicht doch nicht alles für immer museumswürdig. Ja, also das Beispiel, das du gebracht hast, die vielen Picassos, ne, da würde ich dir auch zustimmen. Also es gibt sicher Künstler oder Positionen, die sind, sagen wir mal, auserzählt eigentlich. Und da passieren die Ausstellungen eigentlich nur noch nach einer ökonomischen Logik, weil man weiß, also es gibt eben nur wenige Künstler, mit denen man garantierte Blockbuster erzeugen kann. Also Van Gogh ist der berühmteste, hat es noch nie einen Flop gegeben. Es war jede Van Gogh-Ausstellung, sagen, natürlich nach seinem Tod, also dann im 20. Jahrhundert,
tatsächlich immer ein Erfolg, ja, und immer ein Riesenerfolg. Aber gleichzeitig natürlich sind die Versicherungssummen alles so teuer, dass man inzwischen auch sagen kann, eine sichere Einnahmequelle ist auch das nicht mehr, ja, weil die Kosten halt so immens gestiegen sind. Aber wenn man jetzt in den Bereich der Gegenwartskunst denkt, die ja praktisch ständig ins Neue sich entwickelt, mit neuen Namen, mit neuen Themen, mit anderen, ne, Formulierungen, dann ist natürlich das immer noch ein wunderbares Feld, an das man neue Fragen stellen kann. Sehr gut finde ich das, was Boris gesagt hat, dass in der Kritik heute diese Hierarchisierung, das sind die absolut notwendig zu besprechenden Ausstellungen, und das, was in Kunstvereinen oder in kleineren Häusern passiert, findet praktisch kaum statt, dass die Hierarchie, das beobachte ich auch so, weitgehend aufgebrochen ist. Gleichzeitig muss man, aber es ist auch eine Frage an dich, aus meiner Sicht schon beklagen, dass der Zustand der Kunstkritik nicht gut ist, ja. Und ich mache das nicht an den Kritikern und Kritikerinnen fest, sondern zum großen Teil auch an der ökonomischen Situation. Ich habe selber als Kritiker gearbeitet, auch für die FAZ und für kleinere Zeitungen. Und ich habe vor fast 40 Jahren 3 D-Mark die Zeile bekommen bei der FAZ. Und das ist, glaube ich, heute 1 Euro oder sowas. Du hast wieder die Zahlen auf den Tisch gelegt. Ne? Also nein, aber ich finde, man muss diese ökonomischen Zahlen sehen, ja, weil ein Großteil der Kunstkritik kann gerade mal so überleben, indem man zum Beispiel für Galerien schreibt, dann aber so, dass es natürlich letztlich, jetzt mal das böse Wort, letztlich Lobhudeleien sind, Hagiografie, ja. Aber eine wirklich unabhängige Kunstkritik, die vernünftig bezahlt wird, ja. Ich habe 1900, was weiß ich, was schlag mich tot, noch erste Klasse Ticket reisen können, immer Spesen abgerechnet etc., Übernachtungskosten, das ist ja alles völlig, also ja, da müssen dann die Museen auch einspringen und die Reisen bezahlen. Was wir nicht tun, weil wir niemand bestechen wollen, und die besseren Journalisten nehmen das auch gar nicht an, ja. Also das ist ein Dilemma, das finde ich ein wirkliches Dilemma, weil eigentlich brauchen wir natürlich dieses öffentliche Feedback, und wir sehen zum einen in den Zeitungen, der Platz für Feuilleton schrumpft und innerhalb des Feuilletons für Kunst sowieso, weil bildende Kunst oft erst weit nach Theater, Literatur, Oper etc. kommt. Ja, ist die FAZ auch ein Beispiel dafür, die Süddeutsche Zeitung, ja, die Zeit. Was passiert in der Zeit noch über Kunst? Hanno Rauterberg schreibt über Architektur, ja, da kommt er auch her. Also das ist ja ein Problem. Ja? Das ist in der Tat auch nochmal ein großes Problem. Boris, willst du noch was dazu sagen? Also einerseits stimmt es wahrscheinlich schon, also dass Ausstellungskritiken nicht mehr so häufig nachgefragt werden, zum Beispiel auch. Das hat aber auch damit zu tun, dass sie von vielen Leuten eben auch nicht gelesen werden. Und wenn was nicht gelesen wird, kann man auf Dauer dann auch nicht mehr bereitstellen. Bei den digitalen Modellen, auf die ja alle jetzt umstellen, ist es aber tatsächlich so, dass Kulturthemen oft wirklich zu den Bestverkaufenden gehören. Also wir haben das bei der Welt auch festgestellt, das Feuilleton ist sehr gut aufgestellt, und das hätte man auch nicht gedacht vor 10 Jahren, aber es ist so. Aber es kann auch nicht jeder Text über eine Ausstellung in einem Museum irgendwo in Deutschland jetzt große Umsätze generieren, das weiß man auch. Aber man muss sich immer wieder auch überlegen, wie schreibe ich so, dass Leute das auch wirklich haben wollen und sich dafür ein Abo zulegen wollen. Das, finde ich, gehört aber zu diesem Geschäft immer schon dazu. Früher hat man halt Abos für die FAZ quasi auf Lebenszeit abgeschlossen, in bestimmten Kreisen, aber das gibt es so heute halt nicht mehr. Ich glaube aber schon, dass es eine Kunstkritik auch weiterhin geben wird. Ich hoffe, dass sie es aufnehmen kann mit dem Wahnsinn, der entfesselt wird. Also das ist ja wirklich das Überangebot auch gleichzeitig. Ja, schauen wir mal. Das Beste. Vielen Dank. Ich hatte eigentlich noch Sie fragen wollen, aber die Zeit drängt ein bisschen. Wir haben eine Dame, meldet sich, genau. Mikro kommt. Nee, natürlich, klar, die Kritik ist ja aber Teil eines Gesamtpakets. Also es muss jetzt nicht der einzelne Kunstkritiker muss irgendwas da bewirken, monetär.
Aber auf Dauer kann natürlich eine Zeitung auch nicht existieren, wenn sie keine Kunden hat, ne? Das ist ja in jedem Bereich so. Ja. Davon aus, dass man dann, dass damit der Verkauf angekurbelt Aber wird. Sie sind doch das beste Beispiel, wenn Sie die immer kaufen. Insofern bin ich auch hier. Aber insofern empört mich das auch ein bisschen, dass die Nachrichten oder das Feuilleton dann eine wirklich so stark kommerzielle Wirkung haben sollte, obwohl man als Künstler natürlich immer daran interessiert ist, Dinge zu verkaufen natürlich. Das ist eine Möglichkeit. Ich glaube, es war jetzt ein bisschen schwer zu verstehen. Vielleicht ist es auch was Sie beide nachher noch mal ein bisschen besprechen können. Ich war das eher positiv gemeint. Also, dass sozusagen das unabhängige Feuilleton ist dann auch unabhängig, wenn es wirtschaftlich sich auch bewähren kann. Das ohnehin. Das gilt aber für alle Institutionen, die sich mit Kultur befassen. Ich wollte nur verhindern, dass Sie denken, die Kunstkritik sei eben nur für den Verkauf. Nein, das wäre natürlich illusorisch. Ja. Ja, vielen Dank noch für den Beitrag. Ich bedanke mich bei euch. Wir haben, glaube ich, viele Problemstellen im zu viel und im zu wenig aufgedeckt, aber auch schon ein paar Lösungen immerhin vorgeschlagen. Ich hoffe, sie werden gehört. Also in diesem Sinne, vielen Dank. Und gleich geht's schon wieder weiter, wenn es eine Frage gibt, zu viele Künstler.